Ja, mein Name ist Hans Kubat. Ich bin im November 1968 als junger Bürgermeister mit 27 Jahren gewählt worden in Tiefenbronn und habe mein Amt angetreten am 1. Januar 1969. Und die Amtszeit ging dann bis zum 3.4. Mai 1996. Ich heiße Roland Keffler, kam am 15. März 1968 in die Gemeinde Mühlhausen an der Würm und war dort beschäftigt als Ratsschreiber bis 31. Dezember 1971. Anschließend ab 01.01.72 kam dann die Fusion mit der Gemeinde Tiefenbronn. Damals waren drei selbstständige Gemeinden, Lieningen, Mühlhausen und Tiefenbronn. Und damals, das war 1967, hat die Reform angefangen. Da war eine große Koalition in Stuttgart, CDU, SPD, Fülbinger und Krause. Das waren so die Mecher. Fülbinger war Ministerpräsident und der Innenminister war der Krause. Also ich habe am 1. Januar 1969 das Amt angetreten. Und da habe ich gar nicht so an die Gemeindereform gedacht. So erst im Laufe dieser Monate kam das immer mehr und so weiter. Da tut sich was, da tut sich macht die Landesregierung, die ist nicht mehr mit einverstanden. Man hat einfach festgestellt bei der Landesregierung, dass es reichere Gemeinden gibt und ärmere Gemeinden. Und man hat gesehen, dass eine Stadtflucht stattfindet, dass die kleineren Gemeinden, die nicht so viel Geld haben, keine so große Wirtschaftskraft haben, dass die quasi verhungern, kann man sagen, auch in Baden-Württemberg. Und deshalb war man dann die Meinung, man macht aus den kleineren Gemeinden durch Zusammenschlüsse größere Gemeinden, dann ist die Wirtschaftskraft einfach wird dann größer und die Bürger, die können dann auch eher dann Arbeitsplätze auch in den eigenen Gemeinden bekommen. Das war so der tiefere Sinn. Und dann hat man gemeint natürlich politisch, man muss jetzt die kleinen Gemeinden, die gehen nicht mehr, man braucht die, man muss sie größer machen. Ja, generell hätten die Ortsteile schon sagen können, sie bleiben eigenständig. Aber bei uns in Mühlhausen war die Situation, der Bürgermeister war erkrankt und ist dann im Sommer 1971 verstorben. Und stand jetzt die Gemeinde Mühlhausen vor der Frage, wählt man noch einen neuen Bürgermeister, nachdem diese Gemeindereform schon am Horizont stand. In Leningen war das eigentlich ähnlich. Da war auch der Bürgermeister, der war nicht vom Fach. Und die Situation hätte sich dort auch ergeben, weil eigentlich die ganze Tendenz lief dahin, dass eigentlich nur Fachkräfte in Zukunft diese Kommunen leiten und führen können. Auch im Hinblick auf die EDV, die dortmals zum Einführer hereinstand. Das war gerade 69, 70 und so weiter. Was macht Tiefenbronn? Ich habe verhandelt mit der Stadt Pforzheim. Ich habe verhandelt mit Friolzheim, mit Heimsheim, mit Wurmberg, mit Wimsheim, auch mit den Bietgemeinden, um hier irgendwie eine Gesamtgemeinde oder irgendwie etwas Größeres machen zu können. Also ich habe die Verhandlungen geführt mit vielen, vielen Gemeinden, was machen wir? Und überall bin ich abgeblitzt. Und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, warum eigentlich ist man abgeblitzt? Jetzt habe ich festgestellt, wir sind hier an der Landesgrenze. Wir sind Baden und überall ist Württemberg. Und da hat man gemerkt, es besteht eben doch noch Baden-Württemberg. Die Württemberger, die waren gar nicht so angetan von dieser badischen Gemeinde Tiefenbronn und so weiter. Was fangen wir denn eigentlich mit den Badener an? Und dann haben wir uns halt konzentriert auf die umliegenden badischen Gemeinden. Das Biet kam für uns gar nicht in Frage, weil die wollten nicht, die Neuhausener. Und dann blieb eben eigentlich nur noch übrig Tiefenbronn, Mühlhausen und Leningen. Und dann haben wir konzentriert miteinander verhandelt, die Bürgermeister zuerst, hat auch der Bürgermeister Köhle von Mühlhausen gelebt, Bürgermeister Cartano war noch gut und meine Wenigkeit. Und wir drei sind dann eigentlich relativ schnell einig worden, das kann was geben, das kann etwas Gemeinsames geben. Und dann lange Sitzungen und auch harte Sitzungen. Letzten Endes war es dann eben so, dass dann diese drei Gemeinden gesagt haben, jawohl, wir fusionieren, wir gehen zusammen. Wir machen eine neue Gemeinde, das war das Wichtigste, neue Gemeinde Tiefenbronn. Also alle drei haben ihren Geist aufgegeben. Dazu ist zu sagen, dass wir keine Übernahme gemacht haben, sondern wir haben eine ganz neue Gemeinde gegründet. Die Bürgermeister waren weg, die Rathäuser haben wir übernommen, wir haben eine ganz neue Gemeinde gebildet.
Der Name Tiefenbrunn, das muss man, da kann man jetzt gleichzeitig noch sagen und so weiter. Das war eine ganz dramatische Sitzung. Die Tiefenbrunner waren vorher, der Tiefenbrunner Gemeinderat, vorher in Tiefenbrunn beieinander und haben da immer rumdiskutiert, welchen Namen können wir eigentlich den anderen zwei Gemeinden anbieten. Das haben wir überall kommen, das war nichts und so weiter. Und dann war der Name Mühlbrunn. Der war plötzlich dann da und gesagt, das ist unser Angebot. So sind wir also rübergefahren nach Mühlhausen, Tagesordnungspunkt aufgerufen, Namensgebung, und dann steht ein Leninger Gemeinderat auf und sagt, wir waren auch beieinander, die Gemeinderäte von Mühlhausen und von Leningen, und wir bieten den Tiefenbrunner an den Namen Tiefenbrunn. Und jetzt hätten Sie so mal die Gesichter sehen sollen von den Gemeinderäten von Tiefenbrunn. Da waren doch einige dabei, die so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt haben. Das war also eine ganz emotionale Situation. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie wir heimgefahren sind nach Tiefenbrunn und so weiter. Wir sind dann gleich nach Hause gegangen. Es war dann eine lange Nacht und so weiter. So schön war eigentlich die Situation für uns, dass der Name Tiefenbrunn gibt. Ja, das ist, ja. Wir haben Bürgerversammlungen abhalten müssen. Und in dieser Bürgerversammlung hat man auch beschlossen, man muss über den Zusammenschluss eine Abstimmung machen. Und diese Bürgerabstimmung hat ergeben, die Leninger, da war eine Wahlbeteiligung von 75%. Und mit Ja haben gestimmt 132 Bürger und mit Nein 103 Bürger. Also eine knappe Mehrheit der Wahlberechtigten war dann für die neue Gemeinde. Die Mühlhausener haben mit Ja, mit 216 Stimmen Ja gemacht, und mit Nein waren das 116. 60% waren das von der Wahlbeteiligung. Die Tiefenbrunner, die waren am meisten. 590 haben mit Ja gestimmt und 36 haben mit Nein gestimmt. Also auch überwältigend, 60% Ja für die neue Gemeinde. Damals ging der Spruch in Baden-Württemberg rum bei den Bürgermeistern der kleineren Gemeinden. Der hieß 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wär's nicht so klein geblieben. Reizenstein und Krausespeck, jetzt bist du weg. Reizenstein ist der Sitz des Ministerpräsidenten, ist auch heute noch so. Und der Innenminister, der die ganze Sache ja gemacht hat, das war der Herr Krause. Und so kam der Spruch zustande. Die Gemeindereform ist mit Zuckerbrot und Peitsche durchgemacht worden von der Landesregierung. Zuckerbrot, die Gemeinden bekamen Geld. Und so hat die Gemeinde dann durch diesen neuen Zusammenschluss auf 7 Jahre verteilt 1,2 Millionen D-Mark bekommen vom Land Baden-Württemberg. Das war das Zuckerbrot. Und die Peitsche war, wenn ihr nicht wollt, irgendwie größer zu werden, dann kann es sein, dass es das Land nachhelfen muss und tut euch irgendwo zuteilen zu einer größeren Gemeinde. Nein, das war das Erstaunliche, dass die Bürger aller drei Gemeinden relativ schnell zueinander gefunden haben. Und das Schöne ist eigentlich, also für mich jetzt persönlich, Leningen ist Leningen geblieben. Mühlhausen sind die Mühlhausener geblieben und die Tiefenbrunner auch und so weiter. Aber die Gesamtgemeinde, die war da und hat wirklich Gutes bewirkt. Und das Schöne ist, der Mühlhausener, hat aber auch gegen den Tiefenbrunner nichts. Und umgekehrt ist es genauso. Also eine Gemeinschaft ist entstanden. Gute Vereine hat es gegeben, auch die haben dann miteinander mitgewirkt. Also, dass man gegeneinander gearbeitet hat, war nicht der Fall. Das war also gut. Reibereien gab es natürlich immer, das ist ganz klar, unter den Vereinen und auch unter den Bürgern. Das ist schon so, auch die Diskussionen, das gab es. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, die Bürgerschaft war sehr aufgeschlossen. Hans, wenn ich gerade noch ergänzen darf. Hat es vielleicht auch bewirkt, dass diese drei Gemeinden, Leningen mit der Finanzkraft von diesem Betrieb, auch Mühlhausen hatte dortmals die dritthöchste Steuerkraft im Enzkreis oder im Kreis Pforzheim zu der Zeit. Und Tiefenbrunn war auch gut bestückt, sodass die Gemeinde, was die Finanzkraft angeht, ziemlich gleichartig waren.
Und so, das hat natürlich auch Ausschlag gegeben und viele Bürger natürlich bewegt und gesagt, ja, wenn die zusammenbleiben, es ist kein Schwacher dabei. Es sind fast alle gleich geartet. Und das hat schon was bewirkt. Wichtig war für uns, und das ist erreicht worden, wir haben gleichwertige Lebensverhältnisse geschaffen in Tiefenbrunn, in der neuen Gemeinde. Das sieht man, ob man in Leningen oder Mühlhausen in Tiefenbrunn ist. Überall sind Baugebiete entstanden, die Wasserversorgung ist okay, wir haben alles entwässert. Die kulturelle Einrichtungen sind entstanden. Und alle drei Ortsteile, die haben von dem also etwas mitgenommen. Insofern waren wir zufrieden. Also gleichwertige Lebensverhältnisse und auch die sozialen Verhältnisse, diese Unterschiede, die gibt es bei uns eigentlich nicht, was wir ganz Arme haben oder ganz Reiche, sondern ein guter Mittelstand ist erreicht worden. Die Wasserversorgung hat hier in Mühlhausen dortmals Probleme gebracht. Da war nur ein Hochbehälter mit 8 Kubikmeter Wasser. Gleich in der Ecke Tiefenbrunner Blumenstraße. Und da waren Zeiten im Hochsommer, wenn es sehr heiß war, dass die Oberzone dann kein Wasser mehr hatte. Da musste ich über die Ortsrufanlage bekannt geben, dass ganz generell das Wasser abgestellt wird, bis sich der Behälter wieder gefüllt hat. Die Zeit war also dort 68, 69 bis 71. Und wir mussten da dringend dahinter gehen und nach neuen Quellen schauen, die wir dann gefasst haben im Bereich Seewiesen. Das ist auf der Strecke Frielsheim-Tiefenbrunn da drüben. Und auch haben wir verhandelt mit dem Bodensee, wollten dort Bezugsrechte erwerben, konnten aber zu der Zeit keine Bezugsrechte bekommen, sondern nur Anwartschaften. Und die haben wir dann von einer Gemeinde, ich glaube von der Stadt Balingen, haben wir mal zunächst die Bezugsanwartschaften abgekauft und dann nachher vom Bodensee 2 Sekundenliter Wasser, sodass eigentlich die Wasserversorgung als erstes einmal in Tiefenbrunn, Mühlhausen, gesichert war. Ein ganz großer Erfolg des Zusammenschlusses war die Lösung des Hauptschulproblems. Wir hatten also hier ganz diffuse Situationen im Schulbereich, die Grundschulen, Leningen, kleine Grundschule, Mühlhausen, kleine Grundschule, Tiefenbrunn, kleine Grundschule, hin und her, Fahrerei, unbefriedigend. Und die Hauptschule, die war ein bisschen mal in Tiefenbrunn und dann mal in Mühlhausen. Einfach, also das Schulproblem insgesamt war ganz, ganz schlecht in unserer Gemeinde. Und den Durchbruch haben wir erzielt, als wir diese neue Gemeinde gebildet hatten. Und dann ging es dann los und dann haben sich die Gemeinderäte entschieden und auch dann mit den Gemeinderäten von anderen Bieten, so weiter, dass wir eine neue Hauptschule bauen und gründen. Und die steht jetzt in Steinig-Neuhausen. Und das war der Durchbruch und das zufriedenstellend. Heute kann man zufrieden sein. Und wir haben eine ganz neue Grundschule gebaut, dann in Tiefenbrunn mit Schulturmhalle. Und ich denke, die Bürger sind zufrieden und die Schüler auch. Das Zusammengehen der drei Gemeinden, Tiefenbrunn, Mühlhausen und Leningen, zu einer neuen Gemeinde Tiefenbrunn, damals war der richtige, gute Weg. Und wir sollten auf diesem Weg weiter marschieren und gucken, dass dann die Infrastruktur insgesamt so weiterentwickelt werden kann. Ja, da würde ich zustimmen. Viel hat dazu auch beigetragen, dass wir von der personellen Ausstattung ganz wenig Veränderungen hatten. Das heißt also, das Personal war konstant über lange Zeit da. Ich war allein 27 Jahre mit Herrn Kubat als Bürgermeister hier in der Verwaltung und insgesamt annähernd 40 Jahre bei der Gemeinde tätig. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Kenntnisse von den Bürgern und von den Grundstücken, alles, was so anfällt. Und ich denke, im Nachhinein würde ich sagen, der Personalzustand, dass hier keine großen Änderungen eingetreten sind, auch jetzt, den jetzt tätigen Kolleginnen und Kollegen, dass das sehr gut für die Gemeinde sich ausgezahlt hat. Ein ganz großer Dank, Herr Kepler hat es gesagt, ist die Personalsache in Tiefenbrunn. Wunderbare, tolle Leute haben wir dort. Und da geht ein ganz herzlicher Dank von dem alten Bürgermeister. Das war also eine gute Zusammenarbeit und die ist also heute noch zu finden auf unserem Rathaus.